Hallo, guten Morgen. Willkommen zum Fuck Sunny zum Thema Four-Wheel Drive oder Campervan. Und das passt gerade mega gut zu unserem Ausflug. Wir haben uns für den Four-Wheel Drive entschieden, weil wir haben in Deutschland ein VW California und kannten es halt schon, mit dem Campervan unterwegs zu sein und wollten mal den Four-Wheel Drive ausprobieren. Klarer Vorteil des Campervans ist einfach der Platz. Man hat drinnen viel Platz, vor allem bei schlechtem Wetter. Wenn es regnet und kalt ist, man kann drin sitzen, man kann drin kochen. Das ist einfach viel geiler an einem Campervan. Beim Four-Wheel Drive ist der Platz halt beschränkt. Ja? Wir haben halt hinten nur das Bett drin, da können wir bequem drin liegen. Das ist 2 Meter mal 1,35 Meter, also super Bett, super bequem. Nur wenn es regnet oder kalt ist, wird es echt schwierig. Man kann drinnen nicht sitzen, halt vorne, aber ist super ungemütlich, wenn es regnet. Dafür ist der Four-Wheel Drive aber super mobil. Man kommt halt überall hin. Also in so einem National Park wie diesen hier kommt man halt ohne Four-Wheel Drive nicht hin. Diese Gravel Roads, die wir gemacht haben vom Uluru an die Westküste, die könnte man ohne Four-Wheel Drive eigentlich auch nicht machen. Ich meine ja, man kann sie auch ohne Four-Wheel Drive machen. Man kann sie auch mit einem normalen Auto machen, weil du brauchst jetzt nicht unbedingt den Allradantrieb. Der ist nicht so wichtig, aber dass das Auto höher und robuster gebaut ist, das ist schon wichtig, weil diese Gravel Roads mit ihren Corrugations, die sind schon echt derb zum Teil. Das ist das Nervigste an den Gravel Roads. Diese Welt. Mega schlimm. Und da rüttelt und schüttelt es und es fliegen diese Steine rum. Und zwei Platten haben wir ja auch schon gehabt, aber das passiert ja halt mit jedem Auto wahrscheinlich. Ein Four-Wheel Drive ist halt teurer als ein Campervan hier. Ein Campervan kriegt man ab 2000. Dollar. Ein Four-Wheel Drive würde ich nicht unter 5 nehmen, also ab 5, da kriegt man so gerade einen, weil darunter, was wir uns angeguckt haben, ist echt mega Schrott und man sollte da auch sich nicht den letzten Schrott kaufen, weil wenn man echt in diese remoted areas hier geht, dann ist das letzte, was du dann gebrauchen kannst, ein Auto, was dir auseinanderfällt. Also macht das besser nicht. Guckt, dass ihr was Anständiges bekommt, weil man ist hier wirklich im Outback zum Teil, vor allem in Westaustralien, und hier ist halt nichts. Man muss sich selber helfen können und man muss eigentlich alles so dabei haben, um sich selber verpflegen zu können und um sich selber weiterhelfen zu können. Die Australier helfen einem zwar, aber am besten ist, wenn du das alles auch selber kannst und hast. Unser Four-Wheel Drive, der Pajero, verbraucht jetzt so im Schnitt 12 Liter Benzin oder 17 Liter Gas. Also eigentlich für ein V6 mit, ich weiß gar nicht wie viel, 100 PS, super sparsam. 99% der Zeit braucht man den Four-Wheel Drive an sich nicht. Ja? Aber für den Fun-Faktor und fürs Abenteuern ist es halt doch ziemlich geil, wenn man doch an Plätze kommt, wo man mit den normalen Autos nicht hinkommt. Und dafür ist es ziemlich cool. Es ist cool, abends an den Beach zu fahren. Es ist cool, hier so Offroad-Strecken zu nehmen, Flüsse zu durchqueren, macht halt mega Bock. Also mir zumindest. Ja, da müsst ihr halt gucken. Also, ein Four-Wheel Drive ist teurer, dafür seid ihr ultra mobil. Ein Campervan ist billiger und ihr habt super viel Platz zum Leben drin. Wenn ihr in die ganzen National Parks in West Australia wollt, definitiv ein Four-Wheel Drive. Also guckt, was ihr machen wollt. Der Four-Wheel Drive, ich finde ihn super hier. Was auch noch gut ist am Four-Wheel Drive, wir haben vorne so eine Bullbar dran. Hier laufen halt auch ultra viele Tiere auf die Straße. Und wenn hier eins vors Auto läuft, bist du halt hier drin auch ein bisschen mehr geschützt und das Auto geht nicht so schnell kaputt. Jetzt gerade ist Winter, wenn man sich hier oben im Norden aufhält, ist alles okay. Unten im Süden ist halt nicht so gut, weil kalt. Aber wenn jetzt wieder der Sommer kommt, dann bietet sich der Four-Wheel Drive auch mega gut an. Wenn ihr das hilfreich fand, einen Daumen hoch, freue ich mich drüber. Wenn ihr noch irgendwelche Vor- und Nachteile für Four-Wheel Drive oder Campervan habt, schreibt das unten in die Kommentare. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Traveln. Ja, wir machen uns jetzt hier auf den Weg und gucken uns den Nationalpark an und ich würde sagen, kommt doch einfach mit. Das hier ist ein Flussbett. Und jetzt gerade ist Trockenzeit und deswegen ist kein Wasser da, aber von Oktober bis April ist hier, ist das ein Fluss. Solche Sachen sind schon echt fantastisch. Hier sind nur Australier. Relativ wenige Touristen zu anderen Sachen. Und das wäre echt schon faszinierend. Und dafür ist halt der Four-Wheel Drive unersetzlich.
Wäre das schön, wenn jetzt hier der Fluss noch aktiv wäre. Könnte man sich hier richtig gut erfrischen. Es ist nämlich mega heiß hier. Jetzt stehen wir in Mutter Naturs Spalte drin und sie leuchtet noch. Alles wieder so riesig. Guck mal, wie klein die Leute sind. Also Natur ist einfach amazing hier in Australien. Das ist jetzt das Ende. Hier ist jetzt Schicht im Schacht. Ja, sehr beeindruckend, diese Canyons hier. Egal ob Campervan oder Four-Wheel Drive, habt immer eine Jerrycan am Start, weil manchmal kommt man einfach mit seiner Tankfüllung nicht hin.